Ich begrüße euch ganz herzlich im Kräutergarten und ich sitze hier mitten in dem Beet, um das es gehen sollte. Wir reden in diesem ganzen Drehtag über das Thema, wie stärke ich mein Immunsystem. Und ich stelle euch hier in diesem Beet die Hausapotheke für Erkältungskrankheiten vor. Jetzt bei uns dauert manchmal die Erkältungszeit ein halbes Jahr und noch länger und da ist es gut, wenn man so eine einfache Hausapotheke bei sich hat, die man, du merkst, du stehst früh auf, Hals krabbelt und Kopf ist schwer und da muss man nicht irgendwo erstmal hinlaufen, sondern man hat das bei sich. Erkältungskrankheiten ist es gut, wenn man sie ganzheitlich ansieht. Oft ist es so, wir quälen uns schon lange drum, aber dann pfeifen wir irgendeine Pille ein und es soll möglichst in einem Tag vorbeigehen. Es ist gut, die Therapie bei Erkältungskrankheiten ist, trainiere dein Immunsystem und die Prävention. Und ich zeige euch jetzt aber einige Dinge, da lohnt es sich, die jetzt, bevor die Herbst- und Winterzeit beginnt, dass man das schon hat, einfach um sich herum, zu Hause hat. Das erste ist, das Immunsystem geht runter, wenn du Stress hast. Das ist so. Unser Immunsystem kann überhaupt den ganzen Stress nicht vertragen. Und wenn wir das übertreiben, dann sagt der Körper, jetzt muss ich den Knaben und das Mädel mal eine Woche da niederlegen, damit die mal in die Ruhe kommt. Also, wenn ihr merkt, ihr kriegt eine Erkältung, schraubt euer Arbeitspensum zurück, ihr müsst sonst sowieso euch ins Bett legen. Ruhe ist das Erste. Das Zweite wäre, wenn ihr merkt, jetzt geht's los, dann trinkt Wasser und zwar 2 Liter über 1 bis 2 Stunden. Also jede Viertelstunde ein Glas Wasser. Also es kommt dann mal so richtig, alles wird ausgeschwemmt. Der Darm wird angeregt. Ihr könnt auf die Toilette gehen. Also alles, was da nicht reingehört, muss mal raus. Und dann habt ihr schon, bevor die Erkältungszeit losgeht, euren Tee gesammelt. Der da wäre Erkältungstee, Thymian und Salbei. Die nächste Grippe bekommt bestimmt doch nicht zu dem, der Thymian nimmt. Das sind die beiden Pflanzen, die ätherische Öle haben und die wirken gegen Pilze, Viren und Bakterien. Das ist drin und dann die Salicylpflanzen, also die Aspirine, die pflanzlichen. Die kennt ihr, Holunder, Linde. Das sind die Hauptpflanzen. Medesüß ginge noch. Also, ihr könnt auch noch ein bisschen Melisse dazu tun. Ihr kauft euch so einen Tee und wenn ihr merkt, die Erkältung kommt, dann habt ihr Holunder und Linde und Thymian und Salbei gleich an Bord. Die Pflanze, die noch sehr gut ist bei Erkältung, das wisst ihr, das ist der gute Spitzwegerich. Spitzwegerich ist die absolute Lungenschutzpflanze. Sie, durch die Kieselsäure stärkt sie das Lungengewebe und sie ist im Grunde eine so gute Pflanze, dass ihr sie auch frisch bei Erkältungskrankheiten immer so essen könnt oder in Smoothie nehmen. So, das war erstmal die Sache. Dann könntet ihr an Bord haben einen guten Muttersaft. Ich empfehle schwarze Johannisbeere, Holunder und das ist der Sanddornsaft. Also ich habe das ganze Jahr in meiner Speisekammer einen von diesen Vitamin C haltigen Säften. Und wenn man merkt, man kriegt was, kann man sich gleich einen Tee, einen Saft machen mit Apfelsaft, Zitrone und Honig. Köstlich lecker. Jawohl, das haben wir. Und sonst habe ich euch noch eine Pflanze mitgebracht, das ist die Eberesche. Jetzt im Herbst wächst an den Bäumen so eine richtige Vitaminbombe und das ist die Eberesche. Man kann sie trocknen und dann in Tee nehmen. Ich habe sie hier geschreddert und dann kann ich immer mal so einen Löffel, wenn ich merke, oh, jetzt kommt die Erkältung, nehmen. Es gibt noch unzählige viele Heilmittel, die präventiv bei Erkältung wirken. Ich empfehle viele Grüße von Sebastian Kneip. Nehmt, ihr wisst, als Kind mussten wir das Dampfbad machen oder das heiße Fußbad oder den kalten Halswickel. Es gibt so viel, aber im Grunde ist es, wenn man so 1, 2 Dinge ganz dicht bei sich hat. Den Erkältungstee,
den Saft und den Spitzwegerich. So kommen wir gut durch die Erkältungszeit. Aber immer mit dem Wissen, Erkältungskrankheiten sind immer ganzheitlich anzusehen. Und unser Immunsystem liebt die Ruhe und das Wasser trinken und die heilende Ernährung. Und ich empfehle euch, ich versuche es selber zu machen, dass wir den Abend nach einem stressigen Tag einfach sabbatlich gestalten. Nicht noch so viel Fernseh, Computer, Daddel, Düdel von jeder Sache, sondern dass wir da einfach ein, zwei Stunden Ruhe haben. Da wird unser Immunsystem stark. Ich wünsche euch ein starkes Immunsystem mit der Kraft unserer Heilpflanzen. Bleibt gesund und froh.